Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Rainer, für die Einführung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, als ich vorhin gefragt wurde von Mitarbeitern, ich müsste jetzt zur zu einer Adventsvorlesung beitragen, war die erste Frage, ob ich eine rote Mütze hätte zum Advents und die entsprechend hiermit aufführen würde. Die habe ich jetzt nicht dabei. Ich wollte aber ein paar Dinge Ihnen mitteilen, was meine Gedanken sind zu dem Thema Transplantation, zu den aktuell für uns im Vordergrund stehenden klinischen Herausforderungen, was die Transplantationshepatologie angeht, zu den Dingen, wie geht es eigentlich weiter? Und das ist, glaube ich, wahrscheinlich die wichtigste Frage. Was sind die Visionen, die wir haben? Aber ganz am Ende nochmal betonen, dass es natürlich darauf ankommt, was sind eigentlich, was ist das Team? Wie bringen wir das auf die Straße? Wie geht es da weiter? Jetzt reden wir von Transplantation. Rainer Blaschek hat eben gesagt, das ist ja eine spezielle Medizin, die jetzt nicht Hunderttausenden von Menschen auf dem ersten Blick zugutekommt, wo wenige Menschen profitieren, die aber einen enormen Nutzen haben. Wir haben hier im Raum von Leberseite einen Menschen sitzen, Herr Trove, ich darf das sagen, der vor 20 Jahren Leber transplantiert wurde. Und ich kenne Herrn Trove seit fast dieser gesamten Zeit. Wir haben uns auf verschiedenen Ebenen immer wieder gesehen. Und was ich bei Herrn Trove schätze, es ist jetzt nicht nur, und das ist, glaube ich, auch, warum diese Adventsvorlesungen wichtig sind, dass wir für dieses Gebiet werben, dass wir Beispiele bringen, ist, dass wir jetzt nicht nur sagen, wir entwickeln irgendwie was weiter, wir haben einen Nutzen, sondern wir müssen auch eine Dankbarkeit pflegen, dass wir das machen dürfen an dieser Institution. Und Herr Trove ist ein lebendes Beispiel dafür. Er engagiert sich seit 2 Jahrzehnten auf verschiedensten Ebenen für die Transplantationsmedizin, im Speziellen für Lebertransplantierte, aber darüber hinaus auch in verschiedenen Gremien für chronisch leberkranke Patienten insgesamt. Er ist zum Beispiel im Stiftungsrat der Deutschen Leberstiftung, ist dort immer ein kritischer, konstruktiver Begleiter gewesen, wo ich ihm auch für dankbar bin. Und das ist, glaube ich, ein Beispiel. Und für solche Beispiele lohnt es sich wirklich, hier mitzuarbeiten und gemeinsam zu machen. Was sind jetzt die klinischen Herausforderungen? Und wir sprechen jetzt von der Leber. Transplantationsmedizin, es gibt ja bestimmte Gebiete oder Themen, die über verschiedene Organe genau gleich sind. Also wir haben die Frage, wir brauchen eine Immunsuppression, wir haben bestimmte Selektionen, ob man Menschen transplantieren kann. Also da gibt es Gesetze, zum Beispiel Krebspatienten werden in der Regel ausgeschlossen, da gibt es Regeln. Aber dann gibt es organspezifische Eigenschaften und Herausforderungen, aber auch Chancen. Und die Leber ist ja was ganz Besonderes. Es ist halt nicht nur ein Organ, was eine Funktion hat. Wir haben multiple Funktionen. Und was die Transplantation angeht, ist erstmal das Erste, dass wir aus 1 2 machen können. Man kann die Leber durchschneiden. Man kann letztlich einen Spender haben und 2 Menschen können davon profitieren. Das ist etwas, was bei anderen Organen nicht geht. Das Zweite, was die Leber besonders macht, ist, dass sie bei einigen Patienten ermöglicht, auch mal ganz wenig Immunsuppression zu geben und im Langzeitverlauf vielleicht sogar die Immunsuppression bei einzelnen Patienten komplett zu beenden. Das heißt, die Leber selber kann Toleranz induzieren. Und das ist etwas, was wir im Alltag, auch das Transplantationsteam hier in der MAH versucht umzusetzen. Richard Taubert sitzt hier. Er hat bei uns in Hannover begleitet, von Emma Jeckel initiiert, und Richard führt das jetzt weiter, ein sogenanntes Protokoll-Biopsie-Programm etabliert. Und er hat im letzten Jahr im American Journal of Transplantation in der höchsten Transplantationszeitschrift publiziert, dass sich diese Biopsien wirklich lohnen, obwohl Menschen vielleicht jetzt 1, 5, 10 Jahre nach einer Transplantation komplett normale Leberwerte haben. Denn das hat eine Konsequenz. Man kann dann die Immunsuppression besser anpassen. Ich habe gerade
Heute Morgen habe ich eine Patientin begrüßt, die eine Protokoll-Leberbiopsie nach 15 Jahren bekommt, nach einer Transplantation. Und es ist die Frage, soll ich das wirklich machen? Lohnt sich das nicht? Und der Punkt ist hier, dass Richard zeigen konnte, dass in 80% dieser Protokollbiopsien wir die klinische Konsequenz haben, entweder eine bisher nicht entdeckte Abstoßungsreaktion besser zu behandeln oder eben, und das ist bei uns viel wichtiger, Patienten, die eine Überimmunsuppression haben, wo wir vielleicht ganz vorsichtig sind, um das Organ zu schützen, dass man das Ganze dann die Immunsuppression reduziert, um Immunsuppression zu sparen und dann einfach andere mögliche Nebenwirkungen dieser Immunsuppressiva zu reduzieren. Und das ist eine ganz wichtige Frage für uns natürlich bei 15, 20 Jahres transplantierten Patienten, für Herrn Trowe, der ist 20 Jahre transplantiert. Ich glaube, der hat fast weniger Angst um seine Leber, aber vielleicht, dass er andere Organsysteme schädigt, Herzgesundheit, Nierengesundheit etc. Also das ist ein praktisches Beispiel, was uns im Alltag umtreibt. Das größte Problem, die größte klinische Herausforderung ist aber für uns natürlich die Selektion von Spendern und die Wartelistenmortalität. Und das ist schon etwas, was dann im zweiten Punkt Richtung Visionen führt. Was ist eigentlich unser Wunsch? Wo soll die Transplantationsmedizin hingehen und insbesondere auch die Lebertransplantation? Was sind dort die Optionen? Und das Erste ist natürlich, was Visionen entsprechend angeht, dass wir schlicht und ergreifend keine Patienten mehr auf der Leberwarteliste verlieren, weil sie zu krank sind. Das ist mein Traum ist, dass wir 2030 nicht nur genügend Organe haben, sondern auch die Organe, die vielleicht jetzt nicht ganz perfekt sind, so konditionieren, bevor wir sie in Menschen einbauen, dass sie eine sehr gute Funktion haben und vielleicht noch besser sind. Und da gemeinsam mit den Kollegen auch der Viszeralchirurgie, Herr von Dran hat hier Perfusionen von Lebern vor der Transplantation hier einen großen Schwerpunkt, wo er das optimiert, auch wissenschaftlich begleitet. Und unser Ziel ist natürlich, dass wir einfach mehr Menschen diese perfekte Therapie zukommen lassen können. Das Zweite ist aber nicht nur jetzt in den jetzigen Grenzen, dies zu ermöglichen, sondern vielen mehr Patienten diese Transplantationstherapieoption zugutekommen lassen zu können. Denn aktuell sind wir vorweg sehr eng. Anderes Beispiel: Ich habe in der letzten Woche einen Patienten gesehen, der wurde uns von einem anderen universitären Zentrum überwiesen mit der Frage Lebertransplantation. Er hat einen Leberzellkrebs. Im Prinzip würde das alles gehen. Der Patient ist aber 74 Jahre. Er ist biologisch fit. Wir haben im Anbetracht der Organknappheit uns in der Konferenz entschieden, das nicht zu empfehlen. Und ich habe ein schlechtes Gewissen. Ich würde gerne diesem Patienten diese perfekte Therapieoption eigentlich zukommen lassen können. Und es ist eine Frage von Organen. Das Zweite ist, dass wir auch über Grenzen hinausgehen müssen in 10 Jahren, die wir jetzt noch haben. Ein Beispiel, das Ausschlusskriterium, ein Nicht-Leberzellkrebs zu haben. Beispiel, Transplantation, Lebertransplantation bei Menschen mit einem Darmkrebs, die Lebermetastasen haben. Das geht in Deutschland nicht. In Norwegen ist das zum Teil klinischer Alltag. Es ist möglich, diesen Menschen die in diesem Zusammenhang beste Therapieoption zukommen zu lassen. Ein weiteres Beispiel. Es gibt zahlreiche andere Beispiele, wo wir einfach über die jetzigen Grenzen hinweg denken müssen, um diesen Patienten diese Therapieoptionen zur Verfügung zu stellen. Wie können wir das erreichen? Das eine habe ich angedeutet. Das sind zum Beispiel jetzt grenzwertige Organe besser zu machen. Natürlich Spenderbereitschaft. Das wird aber das Problem nicht lösen. Und deswegen ist die Frage, welche Konzepte kann es geben, Transplantationsmedizin 2030 weiterzutragen, dass wir schlicht und ergreifend mehr Menschen transplantieren können. Jetzt fangen wir mal hinten an. Und das ist vielleicht ein bisschen komplett visionär. Da oben sitzt Fatih Noyan. Er ist Projektleiter in einem Transregio-Sonderforschungsbereich, der sich mit Xenotransplantation beschäftigt. Jetzt kann man sagen, das haben Sie alle im Frühjahr gelesen, von einem genetisch veränderten Schwein
ein Organ auf Menschen zu transplantieren, ist gezeigt worden für einen herztransplantierten Patienten. Es ist gezeigt worden, dass das prinzipiell zu keiner hyperakuten Abstoßung führt für Nieren. Das ist im New England Journal publiziert. Jetzt sagen Sie natürlich sehr gut und schön, Entschuldigung, das Herz ist ein Muskel, was so irgendwie schlägt, nicht viel mehr macht. Da kann das ja vielleicht noch gehen. Die Niere, ein bisschen Blutwäsche, ja, geht auch, aber bei der Leber, das geht doch gar nicht. Wie könnt ihr überhaupt über Xenotransplantation bei Leber nachdenken? Weil die müssen ja ganz viele Eiweiße produzieren. Selbst wenn ich das Schwein so verändere, dass die Endothelzellen oder die Leberzelle nicht als fremd erkannt wird und nicht direkt abgestoßen wird, der ganze Krams, der von diesen Schweinehepatozyten produziert wird, muss doch zu Problemen führen, und das stimmt auch so. Aber es gibt da andere Ansätze. Zum Beispiel, dass ich dann von dem Schwein das Gerüst nehme, Endothelzellen, Gallengangszellen, und dann das mit menschlichen Leberzellen wieder repopulieren lasse, als ein Beispiel. Eine Niemann Mariensee hat hier viele Ideen, hier gibt es viele Dinge, die auf den Weg gebracht sind. Solche Konzepte klingen jetzt vielleicht extrem visionär, ich halte sie aber nicht für ausgeschlossen. Man lernt viel von diesen Studien, die dann auch weitergehen. Also das ist eine Xenotransplantation, Perfusion, dass wir da über die Grenzen hinausgehen. Und dann natürlich das ganze Management, wie wir, wenn wir Patienten transplantiert haben, wirklich ein langfristiges Organüberleben, ein Menschenüberleben erreichen, was gleich ist zur Normalbevölkerung. Das muss unser Ziel sein. Und dazu gehört es, dass wir Organe, wenn wir sie transplantiert haben, nicht mehr verlieren. Da gibt es verschiedene Probleme, dass sich ein Organ Fibrose einstellen kann, dass sich eine Abstoßung einstellen kann und dann die ganzen extrahepatischen Manifestationen, die ich eben schon angedeutet habe. Und da ist viel Luft nach oben und da brauchen wir Ideen, da brauchen wir Forschung. Und wir haben in Hannover einen Sonderforschungsbereich über viele Jahre zum Thema Transplantationsmedizin gehabt. Aktuell geht es weiter. Frau Professor Falk ist Sprecherin einer Initiative, wo wir bald die Begutachtung im nächsten Jahr haben werden, oder in diesem Jahr haben wir, nächsten Jahr haben werden, wo sich auch viele Kollegen hier beteiligen. Und das ist auch unsere Aufgabe als Transplantationszentrum, hier die Entwicklung weiterzuführen. Und ganz zum Schluss ein Wort noch einer. Ich war ja in Essen, wie du warst, war dort auch im Transplantationsgeschäft tätig. Ein Wort zur Spende. Die Essener waren richtig gut in der Zeit, wo wir da waren, was Spenderrealisierung angeht. Jeder im Klinikum war ständig informiert, was man machen muss, wenn ein möglicher Organspender sich eingeliefert wird. Da ist nichts durchgerutscht und 2017 hatte Essen auch wie wir 5 Spender und die hatten dann 2019, 20, 21 einfach 12 bis 14, 15 Spender. Das sind kleine Zahlen, aber auf jeden Patienten kommt es an. Und ich glaube, hier haben wir Luft nach oben. Da müssen wir arbeiten. Das Zweite, was in Essen ist, die Leute sprechen ja eine klare Sprache. Fußball ist wichtig und entscheidend ist auf dem Platz. Jetzt habe ich viele irgendwelche Dinge gesagt und deswegen von meiner Seite nochmal entscheidend ist auf dem Platz, es geht um das Team, insbesondere hier für alle, die Fragen um die Lebertransplantation haben, möchte ich insbesondere an Richard Taubert verweisen, der unterstützt wird von Benjamin Massoumi, die aber in dem Team, in der Transplantationsambulanz, in den schwierigen Zeiten, die wir haben, von MFA-Management mit Ressourcen auf den Stationen, trotzdem das System am Laufen halten, wo ich dem ganzen Team wirklich extrem dankbar bin, weil ohne den Einsatz dieser Menschen, die sich wirklich für jeden einzelnen Patienten am Ende kämpfen, würde das nicht gehen. Und deswegen vielen Dank an euch. Und ich bin sicher, dass die Transplantationsmedizin in Hannover gerade mit den Kollegen sich weiterentwickelt in Zukunft. Wir haben Visionen, wir haben Forschung. Am Ende ist es so, dass wir jedem Patienten die bestmögliche Therapie zukommen lassen. Bei allen vielleicht organisatorischen Hürden bin ich überzeugt, dass uns das auch in Zukunft gelingen wird. Vielen Dank. Ja, danke, Heiner. Toll. Wir glauben an die Zukunft. Es gibt Visionen, es gibt Chancen. Ex vivo gehört dazu auf jeden Fall. Ganz, ganz sicher in jedem Bereich, für alle Organe. Niere, Leber, Lunge sowieso schon, Herz natürlich auch. Das ist ganz wichtig. Wir haben die Xenotransplantation, hast du erwähnt,
finde ich sehr gut, als Bridging auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie das läuft. Leider ist der Patient, der in Baltimore herztransplantiert wurde, nie aufgestanden. Das hätte mich mal interessiert, weil die Schweine ja stehen ja auch nie auf. Insofern hätte mich mal interessiert, wie das funktioniert. Wir haben gestern, ex vivo, wir haben Mitte des Jahres ein Unternehmen gegründet, Allogenetics. Da wollen wir ex vivo Organe silenzen, das weiß eigentlich jeder inzwischen. Und wir haben dort den Unternehmenspreis Niedersachsens bekommen. Also es gibt Menschen, die glauben an diese Version. Unsere lungentransplantierten Schweine, die sind ja jetzt seit 4 Jahren ohne Immunsuppression, nachdem wir die Organe gentechnisch so modifiziert haben, dass sie nicht mehr abgestoßen werden können. Das funktioniert auch sehr gut. Wir wollen das jetzt in die Klinik bringen. Dafür haben wir Allogenetics gegründet und ich hoffe, dass das mit der Lunge gut klappt. Also es gibt tatsächlich viele gute Aussichten und die regulatorischen T-Zellen hast du gar nicht erwähnt und die CAR-T-Cells und dann gibt es noch CAR-T-Cells, die wir machen, die sozusagen B-Zellen eliminieren. Also es gibt wirklich viele tolle Ansätze hier und auch woanders, die eine große Zukunft für die Transplantation vorhersagen. Aber wir brauchen, auch wenn du das ein bisschen eingeschränkt hast, wir brauchen Spender. Rennen und Spender und wir brauchen dann vielleicht irgendwann auch mal die DCD, die natürlich in Deutschland auch nicht erlaubt ist. Wir dürfen auch kein DCD-Organ einführen, wir dürfen aber Widerspruchsorgane einführen, auch wenn wir das hier verbieten. Also das dürfen wir schon. Also es ist ein bisschen komisch alles, aber so ist es.